Hallo Leute, ja, wenn man mich einkaufen schickt, eigentlich wollte ich Zucchini-Spaghetti machen, habe aber mangels Vorhandensein einer Brille Makaroni mit nach Hause gebracht. Naja, egal. So, hier sind die Zutaten, da macht euch am besten Screenshot, Taste Win, Taste Druck, Bildschirm wird dunkel, schon habt das in der Rubrik Bildschirmfotos oder Screenshots abgespeichert. Los geht's. Zwiebel habe ich klein geschnitten, drei Knoblauchzehen, die habe ich gerieben mit der Feinreibe. Jetzt reibe ich mir die Zucchini. Ich könnte sie auch in kleine Stücke schneiden, aber in der Soße drin ist besser, wenn sie sehr, sehr klein sind. Oder ganze Reiben brauchen wir uns nicht anschauen. Das überspringen wir einfach. Weil das Ganze relativ schnell fertig ist, fange ich mit den Nudeln an. Da setze ich erstmal Salzwasser auf, Deckel drauf, zum Kochen bringen. Diese Makaroni sind in 8 Minuten fertig. Andere Spaghetti-Sorten brauchen ein bisschen länger. In der Zwischenzeit kann schon mal etwas Öl in die Pfanne, ob ihr Rapsöl nehmt oder Olivenöl, egal. So, das Wasser kocht, die Nudeln rein. Und dann werdet ihr, wenn ihr Makaroni nehmt, feststellen, die lassen sich nicht so schnell und leicht reindrücken. Die sind ja dadurch, dass sie innen hohl sind, auch entsprechend dicker. Aber dabei bleiben und immer gucken, dass alles vom Wasser bedeckt ist. Rühren, rühren, damit die nicht zusammenpappen. Da habe ich mir 200 Milliliter Wasser heiß gemacht in der Mikrowelle. Das ist ungefähr eine große Kaffeetasse voll. Da kommt jetzt ein Teelöffel Gemüsebrühe rein. Und dafür muss das Wasser heiß sein, damit sich das auflöst. Dann beiseite stellen. Richtig die Nudeln nochmal durchrühren, damit sie nicht aneinander kleben. Das Öl ist heiß, man sieht das auch. Das kleine Probestückchen fängt an zu brutscheln und auch wenn man den Löffel da rein drückt, den Holzlöffel, bilden sich Bläschen. So, Zwiebel, Knoblauch rein, glasig dünsten, dann erst kommt die Zucchini dazu. Derweil die Zwiebeln noch so vor sich hin dünsten, gebe ich hier zu dem Mandelmus, das ich hier drin habe, man kann Cashewmus oder Erdnussmus nehmen, Erdbeermus eher nicht. Gut, probieren können wir es auch. Die Gemüsebrühe rein, ein Esslöffel Sojasauce, das Ganze dann gut durchrühren mit dem Schneebesen. Deswegen muss die Suppe heiß sein, damit sich dieses Mandelmus da drin auflöst. Die Zwiebeln sehen gut aus. Jetzt schmeißen wir die Zucchini dazu. Dünsten die ein paar Minuten mit. In der Zwischenzeit reibe ich mir ein wenig Hartkäse. Wie bei allen Spaghettis, die ich mache, kommt überall Käse drauf. Das Gemüse nochmal durchrühren. Dann mache ich mir in der Mitte etwas Platz und schütte die Gemüsebrühe mit dem Mandelmus und der Sojasauce rein. Drehe dann die Hitze etwas höher. Rühre das mit dem Schneebesen ein. Das dickt sehr, sehr schnell ein. Thank you.
Salz, Pfeffer, bei mir immer auch etwas Chiliflocken, Zitronensaft oder Zitronenschale dazu. Dann ist das in ein paar Minuten fertig. Die Nudeln müssen auch gleich gar sein. Und schon ist das Ganze auf dem Teller. Geht also relativ flott, schmeckt saulecker, kann ich nur empfehlen. Bis demnächst mal. Ciao, ciao.